Tobi 17, schwängert 30 Mädchen auf Party. Hätte ich das gewusst, hätte ich ihn nie auf diese Party gelassen. Was soll ich denn machen? Wir erwarten jetzt schon unser 7. Kind. Chill, ist doch nicht so, als hätte ich dich betrogen oder so. Ja, und wie nennst du das? Ich hab dir nicht auf den Mund geküsst, also ist es keine Liebe. Der Tobi ist ein richtiger Hengst. Schon damals in der Grundschule hat er Tinte gefressen. Er kennt keine Grenzen. In der Schule hat er sogar 3 Striche im selben Fach. Er ist wild. Und dann ging es ganz schnell so bum bum flutsch und die waren alle schwanger. Ich wollte noch Hilfe rufen. Aber die kamen nicht? Doch, das war ja das Problem. Ich verwöhne meine Kleinen nur das Beste, die Rechnung geht auf mich. Aber nur ein Bällchen, keine Streusel. Aber ich wollte Streusel. Ja, du musst auf deine Figur achten, du wirkst in letzter Zeit so aufgebläht. Ich bin schwanger. Von wem gehst du mir fremd? Von dir, du Lackaffe. Was guckst du eigentlich die Nachbarin die ganze Zeit an? Hast du die jetzt aufgeschwängert? Benutzt du deinen Kopf eigentlich nur als Kappenständer? Ständer. Das reicht. Wie viele Jahre gibt's für...